So, und da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen. Ich habe gerade nur mal als Randinfo ein Schnitzel gegessen. Hab mich mal als Zombie ausgegeben und mal ein dickes paniertes Schnitzel reingehauen. Jetzt geht mir's wieder besser. Oh, ekelhaft. Verzeihung. Okay, jetzt sind wir wieder leise. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hasse es. Fass den doch nicht an. Warum? Mal wissen. Verzeihung. Mensch. Immer wenn ich umnehmen will, fängt das an, ja. So. Ich möchte mal wissen, wer den dort hochgesteckt hat. Alter. Bist du behindert? Nimm doch die Lampe mit, die ist viel größer. Geht's ohne rein, ne? Ja. Also stammt eindeutig vom Mensch. Kommst du da noch mal rein? Mensch, was ist denn heute los? Du Arschloch! Verschwendung. Was für ein Honk. Was letzte Mal ist die uns angefallen. Ein bisschen merkwürdig. Hallo? Wow. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell. Das ging hier. Stimmt. Was war das? Das hier, ne? Ne, das. Ja, ne, also. Sorry. Wenn ich jetzt anfangen würde hier. Ah, guck mal. Unser Kumpel. Das Ding ist immer noch nicht repariert. Es gibt dort nichts. Zumindest für dich.
Hey. Wir sind groß, voll der Ninja. Super. So will ich's sehen. Geht's hier hin? Nirgends. Aber es leidet natürlich. Was ich jetzt nicht so gut finde. Na? Schießpulver! Nehmen wir natürlich mit. Aha. Zwei Schießpulver haben wir, Stolen Money. Das ist schön. Ganz cool, dass man nur aus zwei Schießpulver eine ganze Patrone kriegt, ne? Das ist Wahnsinn. Ich lese das nie vor, also das wäre... Nein. Diesmal will er nicht. Blödes Rindvieh. Ungefähr so muss das klappen. Oh, das finde ich so sinnlos mit dem Messer. Vielleicht sollten wir uns doch was durchlesen. Das könnte ich gut gebrauchen. Ich glaube, es lässt sich was finden. Aha.
Jetzt haben wir direkt erstmal in die richtige Seite gedreht hier. Mann. Hä? Okay. Das kann schon mal nicht richtig sein. So, alles klar. Wahrscheinlichweise von. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Ich habe erst gedacht, nur die vorderen hier, weißt du, aber. Wir müssen alle nehmen. Yeah. Toll. Wo ist das? Gut, das können wir eigentlich ausprobieren, ne? Wenn das hier nicht liegt. Warte mal, wir haben von dort angefangen. Also ist das hier die Mitte und das hier ist das Ende. Liegt das hier noch irgendwo rum? Wir können es natürlich ausprobieren. Wir haben ja zwei Zahlen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Mist. Okay, hier gibt es kein M, also fangen wir mit dem an. Hier haben wir ein R. Das geht nicht. Das ohne. Das ohne. Das ist ein G. Geheil. Im Ernst jetzt? Oh, das ist ja traurig. Der fängt heute an, ne? Eine fette Willkommensparty und so Mist. Oh. Und so ein geiles Rätsel, weißt du? Oh, wow. Geil. Wir sind so krass. Super. Und da klein noch eine Trophäe. Yeah. Und klein noch eine. Geil. Bam, dude. Verzeihung. Mensch, heute ist aber was los. Ach, hier unten lag's. Alles klar. Wir dürften ja diesmal nicht mehr aufstehen. Ich hoffe es. Kommt denn hier irgendwo noch so eine Karte? Wo kommt denn die Karte? Wo war die Karte? Die haben wir ja nicht mit. Wir hatten doch in der Demo eine Karte. Willst mich vereimern. Wie zur Hölle kannst du denn wieder aufstehen? Oh nein! Ich
Was für ein blöder Arsch. Bleibt einfach nicht dead. Oder kriegen wir die Karte nur mit Dings, mit Leeren? Ach nö. Kriegen wir nicht nur mit dem. Verzeihung. Ich weiß heute nicht, was los ist. Oh, das geht mir auf den Sack. 1.09 so. Wo ist denn die Karte? Hab ich die übersehen? Das wäre ungeil. So, noch ein bisschen Money. Das wäre super. Ja, bitte weiter. Wir müssen unbedingt gleich alles hier. Die 203 waren, glaube ich, nicht dabei, ne? Haben wir noch irgendwas Komisches? Sehr schön. Welche sind kaputt? 2 und 3. Also können wir. Die 4 ist offen. Die 6 können wir aufmachen. Genau. Sieht aus wie eine Batterie oder ein Film. Es ist ein Film. Okay, wozu auch immer ein Film dient jetzt? Keine Ahnung. Aha. Toll. Das kann man hier öffnen. Hier haben wir eine Tasche drin. Was auch immer das ist. Aber wo? Wir hatten doch die Karte gehabt. Das finde ich jetzt nicht so nice. Weil dann müssen wir nämlich wieder hierher. Langsam enger. Cool. Ich hoffe, es hält. Sieht aus wie ein Safe-Raum, hoffe ich. Ist ein Safe-Raum, so wie es aussieht? Ah, guck mal. Ja, Speicher. Es könnte eine Weile dauern, also. Ja, das wird definitiv dauern. Hier kannst du also Filme entwickeln. Hier haben wir zum Beispiel noch ein rotes Graut, das ist geil.
Was? Nee. So. Also hier ist erstmal nichts. Können wir hier was öffnen? Oh ja. Noch etwas Schießpulver. Noch etwas Muni. Das war's. Das Schießpulver tun wir erstmal weg. Achso, das war das. Das können wir ja später verwenden. Wenn wir es brauchen. Jetzt haben wir erstmal genug Munition. Wir müssen mal gucken, dass wir wirklich möglichst wenig verballern. Hier ist wirklich nichts mehr. Nee. Sorry. Mann, das ist... Mann. Guck mal, wie viel Munition wir verbraucht haben. Die steht dann wieder auf. Ich finde das... sinnlos gelöst, muss ich euch sagen. Die kreuscht uns die ganze Zeit hinterher. Stirbt doch einfach. Finde ich nicht so prickelnd, muss ich euch sagen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall ein. Alter, willst du mich verarschen? Okay, hier ist ein Zahlenschloss. Warum nicht? Moment, Moment. Ah, alles klar. Okay, das könnte eine Weile dauern. Oder auch nicht.
So. Jawohl. Da können wir die 2 reparieren. Oder die 3. Ich finde das trotzdem ein bisschen blöd gelöst, dass du wirklich so krass aufpassen musst. Ich meine, klar, Munition ist kostbar und so. Steht da einer. Natürlich ein Zahlenschloss. Holala, Mann. Ja, ich meine, ich weiß, was das für ein Vieh ist, aber ich gehe da jetzt nicht weiter. Hauptsache, die Penner hier bleiben tot, ey. Ist schon ein bisschen nervig, muss ich euch sagen. Stell mal deine Base, Junge. So. Nee, das noch nicht. Und das zuerst. Mal schauen. Da können wir den Schlüssel behalten erstmal. Das brauchen wir erstmal gar nicht. Das irgendeine. Den werden wir brauchen, den werden wir brauchen. Wir gehen nochmal speichern. Aus Sicherheitsgründen. Aber wo war die Karte? Das ist halt jetzt die Frage. Und geht mir der Typ hier immer noch auf den Sack. Jetzt steht er bloß noch rum. Die nächste Frage ist... Hier hat man ein bisschen Schießpulver und ein Messer. Ich glaube, ich mache die andere Seite. Da können wir nämlich hier. Moment. Na klar. Sinnlos. Hätten wir das andere nehmen sollen. Ich habe gedacht, wir können das öffnen. Ich hätte vorher gucken sollen. Verdammt. Naja. Wir werden schon die andere Taste finden. Und jetzt habe ich nämlich nicht aufgepasst. Oh, du Held. 208. Vor allem, du kannst auch so drauf drücken. Ich wüsste nicht, wozu man so eine Taste braucht.
Granaten sind auch gut. Ich würde erst auch, hochgehen, wenn wir hier, weißt du, so, wenn wir den Granatenwerfer irgendwie dort rauskriegen. Wo hatte ich denn die Karte her? Ich hatte doch drüben alles untersucht. Und soweit ich weiß, hatten wir die Karte. Als wir hier hin sind. Vielleicht ist sie ja noch irgendwo hier drin. Und ich weiß es bloß nicht mehr. Oder sie ist jetzt woanders. Nix. Haben wir hier oben schon? Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Liam. Kennedy oder so. Ach, der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Die doch. Wo war die? Oder müssen wir die von Liam kriegen? Das kann doch so sein, ne? Können wir nicht mehr rein, ne? Nope. Ich will dort oben, wo das Vieh gerade war, wirklich erst mit dem Granatwerfer rein. Könnte ziemlich haarig werden. Ah, guck mal. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo Schlüssel, wo es passt? Das finde ich natürlich nice. Ich hatte schon befürchtet, dass wir ständig neue finden müssen. Oh. Naja. Das Problem ist halt wirklich, wir haben keine Munition weiter. Ich meine, gut, wir haben 22 Schuss plus 5 im Magazin, ne? Aber die fressen doch mindestens 10. Und dann verschießt du vielleicht einmal. Oh. Das ist irgendwie blöd. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Aha, ein Museum. Das erklärt natürlich die Statuen. Alles klar.
Nicht krepieren. So, warte mal, wir tun noch ein bisschen was ablegen hier und das weg. Womit kann man das kombinieren? Hier, das ist immer weg. Das werden wir uns doch gleich mal untersuchen. Wir suchen, das ist die eine Statue, ne? Wo du das zweite oder dritte Emblem bekommst. Zumindest denke ich das mal. Das Geräusch ist etwas ekelhaft, möchte ich meinen. Okay, so viel dazu. Ich mach das bloß so, für den Fall, dass irgendjemand das lesen will, ne? Moment. Wir müssen es doch wegwerfen. So sieht es nämlich aus. Kann ich da mal den Mann umbauen? Oh, hier muss doch was drin sein, Mensch. So, naja, das ist echt enorm kacke. Ich würde sagen, bis später, dann in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.